Herr Rudolf, wie geht es Ihnen und wie fühlen Sie sich? Den Umständen entsprechend eigentlich gut. Beginnen in der Brust von den Brennungen. Der Fuß tut mir fast nicht weh, der gebrochen ist nicht. Und dass man redet ist die Zunge. Darum rede ich auch so undeutlich nicht, weil man die Zunge genäht hat. Aber sonst, für das, was ich Glück hatte, geht es mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Nicht? Oder? Und ja. Können Sie sich noch an die Schrecksekunden erinnern? Ja, und zwei Schrecksekunden kann ich nicht sagen. Ich kann mich nur an zwei Momente erinnern. Ein Moment, dass ich den Balken vor mir sah, direkt bei der Scheibe. Und den zweiten, dass ich drin saß und versucht habe, das Bein herauszuziehen, was nicht ging, nicht? Was dann erst dann durch die Beigeschere wäre. Aber dann war ich schon wieder ohnmächtig und dann kann ich mich erst wieder erinnern, dass ich wieder im Spital war. Ja, sonst kann ich mich eigentlich vom Unfall gar nichts erinnern. Nicht? Ich bin da um die Kurve gefahren, nicht? Die Sonne hat sehr geblendet, plötzlich intensiv. Nicht? Und ich bin vom Gas runter. Aber die Schranke, dass die hier unten ist und das Licht, habe ich einfach nicht gesehen. Ne? Ist es richtig, dass dies bereits Ihr zweiter Bahnunfall ist, den Sie überleben? Ja, das ist richtig. Ich habe vor etwa 25 oder 27 Jahren schon mal einen Bahnunfall in Dornbirn gehabt. Da war ich beim Vortrag am Flugplatz. Damals ging der Weg noch über die Schranken drüber. Und da bin ich mit dem Auto auf die Schranke gerutscht. Es war sehr eisig. Und ich kam wieder vorne noch zurück, ein Stück, und dann bis ich dann doch auf die Hinterräder nur noch am Gleis waren und dann kam schon der Zug. Da hat man das Auto geteilt. Oder? Der vordere Teil mit mir rollte den Hang hinunter und der hintere Teil wurde vom Auto, vom Zug verstreut. Oder? Und da hatte ich damals das Verletzung, hatte ich eine Schramme am Auge und das Auge war blau. Ne? Sonst nichts. Und jetzt habe eben das gebrochene Bein und die Zunge, die genäht werden musste. Also kann man von großem Glück reden, dass ich bei so schweren Unfällen jeweils so glimpflich davon gekommen bin. Wann dürfen Sie das Spital wieder verlassen? Also laut Arzt circa in 8 oder 10 Tagen.